willkommen, liebe Presse. Ich danke für die letzte Gelegenheit dieser heutigen Vortragsserie. Nach diesen eloquenten Vorrednern ist die Latte natürlich hochgelegt für mich. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Thomas Neuroth, ich komme aus Wien, bin Gründungsmitglied der Vinyl Alliance, eines Vereins, der die gesamte Schallplattenindustrie über die Wertschöpfungskette vereinen soll. Und ja, es geht um Musik im Wesentlichen, also fangen wir mit Musik an. Ja, kleines Problem. Sie wollen auch was hören? Interessensbekundungen und potenzielle Partner und Mitglieder angesprochen habe, um die Idee der Vinyl Alliance zu propagieren. So eine Vereinigung gab es nicht. Es gab in sich von einzelnen Stufen der ganzen Kette einen Kontakt, aber über das Medium hinweg, inklusive Hardware, inklusive der Labels, das hat es nicht gegeben. Ja, und wir haben damals sehr viel Resonanz gehabt hier und das war dann mehr oder weniger die Geburtsstunde. Danke High-End. Und im September 2019 haben sich dann die Gründungsmitglieder getroffen in Wien, im Jänner darauf, Gründung des Vereins in New York. Und ja, dann kam Covid und wir haben geglaubt, die Welt geht unter für die Branche. Nur ganz im Gegenteil, die Leute haben sich zurückgezogen und haben Schallplatten gekauft und Equipment. Und vor 2 Jahren kam Ryan, unser Geschäftsführer, sehr erfolgreich. Wir haben dann im Juni 2022 das erste In-Person-Mitgliedertreffen in Nashville gehabt und in der Zwischenzeit ist unsere Mitgliederzahl von 8 auf mehr als 45 angeschwollen und mehr kommen sicher noch dazu. Sie sehen hier unten eine Auswahl, bunt gemischt, Labels, sehr viele Schallplatten, Presswerke, die Vormaterialien, periphere Firmen zuletzt kam Discogs dazu, wird wahrscheinlich auch in einigen Fällen schon bekannt gewesen sein. Und ja, es ist eine Erfolgsstory und wir hoffen, dass sie weitergeht. Aber was ist jetzt unser Ziel, was sind unsere Ziele, welche Aktivitäten verfolgen wir? Im Untertitel der Vereinsstatuten steht die Förderung des Mediums entlang der Wertschöpfungskette. Ich habe das schon erwähnt, wir heißen alle Industriemitglieder willkommen, die sich mit dem Medium beschäftigen, die Teil ihrer Erwerbstätigkeit sind und die es aber auch intellektuell und praktisch unterstützen wollen. Wie schaffen wir das?
durch Vernetzung. Das ist einer der wesentlichen Motivatoren für die Mitgliedschaft, auch über die unmittelbaren Branchengrenzen hinweg Kontakte zu schaffen, von den anderen zu lernen, sich gegenseitig zu befruchten, und man muss sagen, es funktioniert schon recht gut. Ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit, und da gibt es auch eine eigene Arbeitsgruppe dazu, ist Nachhaltigkeit. Nicht nur was die Schallplattenproduktion betrifft, sondern auch der ganze Logistikbereich, Verpackung, Artwork, Covers und so weiter ist nicht unwesentlich in diesem ganzen Kontext. Ja, die Schallplatte, Jürgen hatte schon gesagt, totgesagt zu einem Zeitpunkt. Ja, ganz im Gegenteil, es ist eine Erfolgsgeschichte. Und zwar eine, ich werde es nachher noch zeigen, seit 17 Jahren mit kontinuierlichem Wachstum. Aber das kann man nur erreichen, indem man auch die Nutzer über den praktischen Nutzen informiert. Wir haben sehr viele junge Käufer für die Schallplatte, ja, die sind nicht damit aufgewachsen. Die haben das nicht einmal von ihren Eltern teilweise gelernt, sondern die sind mit dem Medium komplett neu konfrontiert. Und das funktioniert. Und die finden das Medium auch attraktiv. Und ja, die Gen Z und die Gen Y ist ein wichtiger Träger für das Medium. Wir wollen natürlich diesen Erfolg auch absichern. Das kommt nicht von alleine, das ist kein Selbstläufer. Und das geht auf der einen Seite über die öffentliche Wahrnehmung, also die Schallplatte in die Medien zu bringen, zu Ihnen und mit Ihrer Hilfe zu bringen, aber auf der anderen Seite auch diese Marktentwicklung zu verstehen. Was steht dahinter? Was sind die Motive? Wir werden jetzt ein spezielles Forschungsprojekt in Angriff nehmen, wie die Generation 15 bis 25 zu dem Medium steht, welche Motive sind, wodurch sie zum Käufer und zum geistigen Nutzer werden. So, Marktentwicklung. Ich habe hier einen Auszug vom AFPI Global Music Report 24 mitgenommen. Nachdem die Zahlen etwas klein sind, in den letzten 25 Jahren ist der Gesamtmarkt von, wie nennt es, Recorded Music geschrumpft. Eine Talsohle wurde erreicht, ungefähr vor 10 Jahren, 12 Jahren. In dieser Zeit sind diese roten Balken, das ist also alle physischen Tonträger, geschrumpft, und in der letzten Zeit geht es wieder aufwärts. Der wesentliche Beitrag für den Gesamterfolg des Musikmarktes ist Streaming, das wissen wir. Das ist hier dieser blaue Balken, und man sieht, wie massiv das gewachsen ist und auch wie wichtig das für die Gesamtzahlen sind, für die Künstler, für die Branche in Summe. Aber, wie gesagt, da unten bei den physischen Medien, da tut sich was. Und warum tut sich da was? Die Schallplatte wächst und wächst und wächst seit 17 Jahren. Wie gesagt, totgesagt, so in den 90er Jahren ist Schallplatte als Anachronismus angesehen worden, in der DJ-Szene vielleicht noch massiv benutzt, aber sonst im Mainstream eigentlich weg. Nur ein paar Sturköpfe haben festgehalten, und schon langsam hat sie wieder Fuß gefasst, und auch die ganze Qualitätsdiskussion ist daran vorbeigegangen. Das Format ist wieder auferstanden und ist lebendiger und stärker als zuvor. Und es legt jedes Jahr noch zu. Noch ein weiteres Beispiel. In der Zwischenzeit sind in 33 Märkten weltweit die Umsatzzahlen mit Vinyl höher als die von CD. Also wenn die Kunden die Wahl haben zwischen CD und Schallplatte, hat die Schallplatte ein ganz starkes Echo und ganz starke Vertretung.
Was sind jetzt die größten Märkte, die wir sehen? Also von den ungefähr 1,7 Milliarden Dollar Schallplattenjahresmarkt ist gut die Hälfte die USA und wächst nach wie vor stark. Aber danach kommt schon Großbritannien am dritten Platz, Deutschland, dann Frankreich, Kanada, Japan, und bei Japan möchte ich besonders hervorheben, wir sind im letzten Jahr um 43% gewachsen. Das ist ein Sprung, der eigentlich enorm ist. Ja, und wenn natürlich wir jetzt UK ja oder nein, die Europäer zusammennehmen, ist das auch kein unwesentlicher Markt für die Schallplatte. So, man könnte denken, ja, alles toll, alles eitel Wonne im Bereich der Schallplattenproduktion, aber wir wollten als Verband wissen, wie geht es denn in der Produktion? Es hat dieser Boom dazu geführt, dass die Lieferzeiten teilweise auf 6 Monate angestiegen sind. Die Künstler haben sich beklagt, dass sie eine CD sofort herausbringen konnten, aber für die Schallplattenedition 6 Monate warten mussten. Das war ein ungesundes Verhältnis, sowohl für die Kunstschaffenden als auch für die Branche selber. Es hat hier eine Zäsur gegeben. Es gab massive Investitionen in die Plattenproduktion und eigentlich auch gab es hier einen Überschwinger. Es gab auf einmal so viel Kapazität, und es gab auch so viel strategische Vorräte in der ganzen Wertschöpfungskette, dass irgendwann einmal das alles zu viel geworden ist. Und jetzt sehen wir, das sind jetzt unsere internen Zahlen, also wir kriegen von unseren Mitgliedern ihre Produktionszahlen im Quartalsrhythmus rückblickend, und Sie sehen, bis 2022 ein Spiegelbild dieses Marktwachstums auch in der Produktion. Unsere Mitglieder decken in etwa 50% der weltweiten Produktionskapazität ab, die mit ungefähr 300 Millionen Stück im Jahr geschätzt wird. Das sind rund 150 Millionen, und heuer, letztes Jahr im Jahr 2023, hat es hier einen Knick gegeben. Und wie hat sich das repräsentiert?